So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag in dieser neuesten Folge von Kleinfolk. Und wir hatten ja gerade aufgehört, wo wir unser erstes größeres Gebäude, naja, halbwegs fertiggestellt haben und die Familie McLeod noch ein bisschen Arbeiten zu tun hat, verschiedenster Natur. Inventar-Tutorial. Nein, das überspringen wir. Wir spielen hier ganz intuitiv weiter. Ja. Ah, ich sehe da oben gerade, der Jeremiah ist noch das Dach am Decken. Beschwert sich allerdings jetzt schon, dass es da drinnen viel zu duster ist. Schön, toll. Vielleicht baue erstmal ein Fenster. Oh, ist die Kamera richtig eingestellt? Ja, so. So kann man es lassen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Man kann den Sound gut hören. So, dann schauen wir mal, wie es mit unserer kleinen schottischen Familie so weitergeht. Denn immerhin, es ist der Sommer, ja, ist schon ganz aktiv am Voranschreiten. Und ja, da sind noch Beerenbüsche, die könnten wir mal abernten. Und ein paar Pilze haben wir da auch. Dann machen wir für die Aufgabe für morgen schon mal Beeren sammeln. Und wo habe ich die Pilze da? Ach so, gut, Pilze vorhanden da in dem Teil des Waldes. Ja. Das nächste können wir hier die Baumstümpfe mal entfernen. Das machen wir auch schon mal als Auftrag für morgen. Da sind Baumstümpfe und da und vor allem da. So, wir erhöhen mal die Geschwindigkeit. Ja, die ganzen Tutorials ploppen auf einmal wieder auf. Ah ja, das Inventar haben sie, den Obstkorb und das Fleischregal haben sie schon zusammengeräumt und machen es bereit, weiterzuräumen. Doppelte, machen wir mal vierfache Geschwindigkeit, es kommt auf den Abend zu. Temperatur in dem Raum 25 Grad, ja, mit dem Feuer halt aktuell, ne? Ja, sie hat Angst vor Feuer, das ist auch bekannt. Ah, müde. Ja, dann geh pennen. Ja, für morgen gibt's gut zu tun und die Nacht schreitet voran. Ist immer so eine Sache, das dauert immer so einen kleinen Moment, wo man so ein bisschen warten muss, aber dann das Spiel startet automatisch mit 12-facher Geschwindigkeit, also... Damit kann man leben, damit kommt man klar. Also ich komme damit klar. Tag 5 bricht an in unserem kleinen Dorf, will ich sie hier nennen, in unserer kleinen Siedlung. In unserem kleinen Haus, in unserem Hof. Hof, nennen wir es Hof. Stein haben wir auf jeden Fall genug hier oben. Wir müssen nochmal vielleicht noch ein paar Vorkommen von anderen Rohstoffen suchen. Da haben wir Eisen und da haben wir auch Eisen. Können wir hier theoretisch abbauen. Aber erstmal, ja, die sind am Sammeln. So, erhöhen wir mal die Geschwindigkeit wieder. Jetzt sind ja noch so ein paar Sachen. Oh ja, Flöten. Da möchte ich auch gerne immer zwei im Inventar haben. Denn Flöten sind eine tolle Sache, um Spaß zu generieren, damit man einfach Spaß hat. Und ich möchte gerne auf Dauer immer so 20 Zwirn im Lager haben, bitte. Das ist halt dann eine alltägliche Arbeit, der man nachgehen muss. Ja, mit dem Sammeln sind sie auch gleich schon fertig. Es ging flott. Wir müssen uns langsam mal um die Tiere kümmern. Ah gut, da fangen sie an, jetzt die Sachen reinzuräumen. Im Stroh sind sie auch gerade so weit am Arbeiten. Eine Lagerzone, eine allgemeine habe ich freigeschaltet, sehr schön. Und ich habe Scheunentor aus Ästen habe ich freigeschaltet. Zauntor aus Ästen. Und den Schneiderbereich. Sehr gut. Den brauchen wir. Der ist wichtig für später. Und das Flötenregal haben wir auch schon freigeschaltet. Davon könntet ihr mal eins bauen. Genau, Stroh und Zwirn. Eins, zwei. Eins, zwei,
3, wenn wir genug Stroh haben. Einfache Fackeln haben wir jetzt nämlich auch. Wir haben Lichtquellen und die spenden noch ein bisschen Wärme. Und Werkzeugregale haben wir jetzt auch endlich. Sehr schön. Dann können wir erstmal auf die Lagerung. Jetzt kommt hier alles Schlag auf Schlag. Da bitte das Flötenregal hin und das Werkzeugregal hätte ich zwei gerne vom Haus. Und Bodenmatte, damit der Dreck nicht reingetragen wird. Ich glaube, die kann man am besten immer vor die Türen legen, damit der Dreck nicht rumgetragen wird. Dann müsste ich aber hier den Boden nochmal mit Kies austauschen, komplett. Ah, zumindest bauen sie direkt die Betten. Das ist sehr schön. Haben auch sonst gerade nicht so viel zu tun, scheinbar. Dann pausiere ich einmal kurz. So, na, wir warten noch eben, bis die letzte Matte fertig wird. Und dann pausieren wir. Flötenregal wird gerade gebaut, das ist auch gut. Wir müssen die Lagerplätze nochmal irgendwann umändern, anfangen. Ja, sehr schön. Strommatte, ja, okay, das Baby braucht Aufmerksamkeit. Papa hat es fertig gemacht. So, Aufgabe, und zwar Bergbau. Ich möchte diesen ganzen Eisenhaufen da weg haben. Und ihr könnt nochmal anfangen, Steine zu sammeln, weil wir brauchen immer mal wieder Steine. Und Kies abbauen möchte ich noch nicht unbedingt anfangen. Deswegen sammelt erstmal hier Stein ein. Dann kommt nämlich hier so ein Werkzeugschuppen hin und so ein Arbeitsbereich nochmal. Gut. So, Lebenswert Landwirtschaft. Das Tierbett! Wir haben das Tierbett endlich freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch! Das heißt, wir können die Hühner ins Haus holen. Wir brauchen drei Tierbetten. 1, 2, 3 erstmal. Kommen damit ins Haus rein. Sehr schön. Dann haben wir erstmal 111 Aufträge. Damit haben sie erstmal gut zu tun. Sehr schön, da unten wird auch Holz gerade gehackt. Weil hier soll ja ein Acker auf Dauer entstehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt müssten gleich irgendwo die Hühner angepest kommen. Von irgendwo. Da kommen sie, da ist das erste, da ist das zweite. Da kommen sie angerannt. Einmal anhalten, was ist denn das? Das ist eine Henne. Henne? Hä? Wo ist unser Hahn? Ey, sag nicht, wir haben keinen Hahn mehr. Wenn wir keinen Hahn haben, haben wir keinen Nachwuchs. Dann haben wir ein Problem. Ey, nee, der wurde doch nicht schon gefressen, oder? Ah, scheiße. Henne. Und Henne, ja. Schön, wir haben Eier, die wir essen können, aber wir haben keine Reproduktionsmöglichkeiten scheinbar, weil mein Hahn fehlt. So, gehen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit, das ist auch erstmal ausreichend. Wir haben jetzt schon den Erzhaufen gerade freigeschaltet. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt hier einfach so einen großen Schuppen dann hinbauen gleich. Der muss auch nicht umständlich gebaut sein, ehrlich gesagt. Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo der Hahn am Rumrennen war. Oder war der so weit weg? Könnt durchdrehen. Scheiße. So, Betten nochmal zuweisen. Das Bett hat keinen zugewiesenen da. Das Bett zuweisen an seine werte Gemahlin. Nein, du schläfst nicht in zwei Betten. Nochmal an die Gemahlin. Wegen wir auch zusammen. So, das Bett ist zugewiesen, das Bett ist zugewiesen. So, das für die Mutter, das für den Papa, das für das Baby, das, nein, nicht das Baby, die Bette kriegt die Schwester, das kriegt der Bruder Mordo. Und weiter geht's. Ah, ist gleich wach geworden, ist nicht mein Bett, Ich hoffe, dass der Hahn irgendwann wieder auftaucht. Kann sein, dass der noch irgendwo anders... Wenn du meinen Hahn gefressen hast, bist du tot. So. Objekte, Kleidung, genau, Kleidungszone.
Machen wir erst einmal den Schneiderbereich hierhin. Bauen, Lagerung, genau, einen Erzhaufen. Bevor wir hier ein richtiges Konzept haben, wo der Lagerbereich hinkommt, erstmal dahin. Ah ja, und noch mehr Objekte zur Lagerung, nämlich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir bald alle Felsen. So, und jetzt haben wir einen Sack. Wenn wir den Sack haben, können wir bald Getreide lagern. Richtig lagern, nicht nur so als Haufen. Ja, alles auf jeden Fall am Laufen. Das reproduziert sich von selbst. Das ist gut. Hier haben wir Säcke. Ich hätte gerne immer, wenn es geht, 3 Säcke im Vorrat, wenn es geht. Ne? Bedenkt, wir haben noch 94 Aufgaben zu tun, das ist eine Menge. Was ist denn los mit ihm? Das ist doch John. Ah, John ist, der ist hungrig, der ist dreckig, der muss aufs Klo, der hat auch keinen Spaß gerade. Ja, Arbeit endet bald. Tag 5 endet natürlich auch bald und dann kann er wieder ein bisschen mehr Spaß haben. Ah, Emilia macht gerade Säcke. Dort wird immer noch abgebaut, das Erz. Felslager hat man auch soweit zusammengeräumt. Wahrscheinlich werden jetzt demnächst auch die Felsen dahin gebracht. Steinhaufen. Können wir auch nochmal 2 hier machen. Freigeschaltet Kompost. Dadurch, dass ich jetzt den Sack habe, kann ich Kompost anlegen. Den brauche ich später für die Felder. Getreidelager habe ich jetzt auch freigeschaltet. Sehr schön. Ich werde wahrscheinlich hier nach hinten in einen größeren Lagerraum nochmal erweitern müssen. Sackleinenhose. Und jetzt können wir anfangen, Kleidung herzustellen. Und Kleidung brauchen wir spätestens für Herbst und Winter. Denn dann wird es richtig scheiße kalt. So, wir erhöhen nochmal die Geschwindigkeit, damit der Tag ein bisschen weiter vorangeht. Oh, wir sind alle scheinbar ziemlich müde. Na gut, ihr habt jetzt auch bessere Schlafmöglichkeiten, ne? Also, sehr schön. Müde seid ihr auch. Geht was essen, geht euch waschen, geht schlafen. Was haben wir hier? Achso, Flachshalme. Ist er das? Ist das mein Hahn? Ist das? Ja, ich hoffe, er ist es. Es ist das Tierbett. Es ist der Hahn. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir können demnächst Hühner produzieren. Und die bleiben auch erstmal noch eine Zeit lang. Ja, da ist es auch schon. Ein befruchtetes Ei. Befruchtet. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen noch einen Huhn raus. Margaret ist aufgestanden, musste aufs Klo. Christiane kümmert sich. Emilia kümmert sich um Christiane und nicht so umgekehrt. Ja. Sehr schön. Da sind noch ein paar Aufgaben zu tun. Wie gesagt, ich dachte jetzt hier, dass so der Schuppen dann hinkommt. Tag 6. Wir haben noch Essen für 3 Tage haben wir Essen. Wir brauchen das Gerüst zur Nahrungsproduktion. Wie nennt sich es? Nicht den Obstkorb, das Fleischregal. Nein, wir brauchen das Pilzregal, damit es trocknet. Ich muss mal einmal kurz bei Ideen reinschauen, warum wir das noch nicht haben. Flachssamen haben wir noch nicht. Okay, müssen wir noch machen. Flachsrotte. Dafür brauchen wir Flachshalme. 25 Flachshalme. Okay, gut. Müssen wir erstmal uns da auch nochmal drum kümmern. Einmal 25 Flachshalme, bitte. So, da wird die erste Kleidung dann hergestellt. Da wird auch schon fleißig Erz abgebaut. Das können wir zwar noch nicht wirklich verarbeiten, aber wir können anfangen einzulagern. So, da wird noch ein Steinlager angelegt. Werkzeuge sind auch, das ist richtig cool. Die Werkzeuge liegen jetzt nicht einfach irgendwo herum. Die werden jetzt wirklich schön richtig gut gelagert. Ja, das ist doch schön. So, da kommt der Schutt hin. Dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich gleich anfangen, den ganzen Scheiß einzusammeln und aus dem Lager rauszuschaffen.
Das Ding ist auch schon gut befüllt. Noch nicht voll, aber gut befüllt. Waschen, trinken. Noch mehr Äste heranschaffen. Stimmt, ich wollte eigentlich noch einen Asthaufen umziehen. Den möchte ich nämlich gerne dann da im Haus haben, damit man schnell Holz hat zum Holz hat, um das Feuer weiter anzufachen und drin im Haus die Wärme aufrechtzuerhalten. Vor allem für Winter. Da machen die nämlich auch abends das Feuer an. So, wir brauchen noch einen allgemeinen Lagerbereich und den werde ich hier machen in so einem zweiteiligen Gebäude. Das wird ein Zweiteiler, was ich mir gerade so vorstelle. Und zwar aus... Was wollte ich gerade sagen? Das wird so, so die Dreschmaschine kommt da mit rein und eine Werkstatt mit Lagerbereich dran. Also so eine Haupteingang, nach oben gibt es einen Raum, nach unten gibt es einen Raum. Der ist am Anfang noch nicht groß, den werde ich irgendwann größer bauen. Den muss ich irgendwann größer bauen. Alleine, weil die auch noch eigene Zimmer brauchen. Und den werde ich hier machen, auf dem Steinboden. Weil hier kann man auch Kies abbauen. Ja. So, eure Aufgaben gehen zu Neige, das ist gut. Das heißt, ihr habt gleich ein bisschen mehr Luft. Steine sammeln bitte hier nochmal. Und ich werde nochmal einen Buschgarten anlegen. Der kommt wahrscheinlich hier so hin und dann kommen hier die Felder. Aber ich will jetzt erst das Lagerhaus bauen. So, stopp. Bauen. Oh, neue Fenster und Türen. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja die Scheunentür und die Zauntür für die Tiere. Die können nämlich auch von Tieren geöffnet werden, die immer unten mit einem Pfotensymbol markiert. Das sind Türen, die von einem Tier auch geöffnet werden können. Die mit dem Schlüssel, die können nur von Menschen geöffnet werden. Und Fenster, Tiertürchen und so. Hier gibt es sie von selbst. So, fangen wir mal an mit den Wänden. Und ich werde nochmal Holzwände bauen für das Lager. Na, ich dachte so ein Doppelweg. Ich ziehe jetzt erstmal ganz grob meine Linien hier. Die wieder weg. So. Holztür. Eine da. Eine da. Und dann hier oben auch nochmal eine. Boden. Kiesboden. Und Fenster müssen auch noch rein. Eins. Eins. So. So und so. So und so. Ja. Und so und so. Sehr schön, dann haben wir hier jetzt ein Scheunengebäude. Zumindest wird das so ein erstes scheunemäßiges Gebäude, wo auch die Werkstatt reinkommt. Ich werde hier aber noch eine Trennwand dazwischen ziehen, so, bevor ich das jetzt vergesse. Und den Boden kann ich außen auch schon mal mit Kies belegen. Nein, nicht Wände. Boden, Kies, da, da und da, denn das erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit meiner Bewohner. Bis dahin erstmal Kiesboden. Bis dahin Kiesboden. Da auch noch. So, 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 so und so. 209 Aufträge. Da kommt aber noch was hinzu, meine Lieben. Ein Strohdach. So. Ah, jetzt habt ihr was zu tun. Dann legt mal los. Ah, den Kiesboden legen sie schon mal aus. Das ist schon mal ganz cool. Das ist meistens das Erste, was sie tun. Kiesboden. Oder das Einfachste. Steine verteilen. Steine verteilen. Wird wahrscheinlich jetzt hier aber das Haus bald erweitern um Steinboden. Und der Schlafraum wird hier vorne erstmal längere Zeit, also mindestens den ersten Winter so bleiben, damit die Leute mir nicht erfrieren. Ne? Schön am Feuer mit drinne. Dann kommen ja noch die Tiere mit rein. Das macht ja auch nochmal zusätzliche Temperatur.
So, dann haben wir hier gleich den ersten Hof, nenne ich es mal fast schon. Also es ist ja schon mehr als ein Hof, weil jetzt wird schon das zweite Gebäude gebaut, aber ist ja schon mal was, ne? Ah, seid alle ganz fleißig. Kann ich da drunter auch Kiesboden machen? Das sieht mal so unfertig aus, habe ich das Gefühl. Mal so angenommen, ich weiß nicht, ob es geht. Deswegen, ich probiere das jetzt einfach mal. Kann auch sein, dass das Ding jetzt gleich sagt, nee, das funktioniert nicht. Nee, das geht. Ah, dann sieht es nicht so unfertig aus. Das ist schön. Das ist super. Dann werde ich hier erstmal komplett so einen Kiesboden später auslegen. Ja, kein Stroh mehr. Äste haben wir genug. Astlager sind zwei voll. Himmel, Arsch und Zwirn. Wir müssen wahrscheinlich nochmal Gras schneiden gehen. Da nicht und da auch nicht, weil da sind unsere Vorräte, was Fleisch angeht. Aber hier oben haben wir genug zum Ernten. Dum, 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 dum. So, dann wird da morgen nochmal Gras geschnitten. Kümmern Sie sich auch schon drum. Weil dann kann ich jetzt als nächsten Bauauftrag hier noch ein Getreidelager hingeben. Ich wollte hier noch eine Wand einziehen, ne? So, Männer, wartet mal kurz. Ich wollte noch eine Wand haben. Baumstamm. Fenster, Fenster. Da eine Wand hin. Und dazwischen noch eine Tür. So. Vierfache Geschwindigkeit. Oh, sie sind schon am Gras schneiden. Naja, wenn ihr wollt, dann macht mal. Ernten, ernten, ernten. Ja, und als nächstes wird auf jeden Fall hier nochmal Boden gemacht. So. So. 456 Aufgaben. Die schreien. Denken sich wahrscheinlich, was soll das hier los? Ich will nicht so viel zu tun haben. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Weg machen müssen. Nach da unten. Wie sieht es eigentlich mit unserem Flachs aus? Wir haben doch hier Flachsschrot, oder? So. Ja, Geschwindigkeit, die erholen sich gerade. John ist immer noch nicht zufrieden, der muss noch ein bisschen was tun. Ah, der muss noch was trinken gehen, ja. Und er hat keinen Spaß. Er hat null Spaß. Deswegen wird er jetzt noch. Ah, er wird noch Flöte spielen, damit er ein bisschen Spaß hatte. Und jetzt wird er schlafen. Gut. Nach dem großen Scheunenprojekt und dem Grasschneiden und dem Kies auslegen, was ja wirklich viel ist, muss ich die wahrscheinlich erstmal in Freizeit schicken. Aber Freizeit ist schwierig, denn wir haben einen bevorstehenden Winter. Der Herbst ist bald da. Winter is coming, das wissen wir alle. Mal gucken. Da drin ist es muckelig warm. Es ist Tag 7 im Sommer. Noch immer ist Sommer. Mal schauen, wie es weitergeht hier bei unserer kleinen Familie. Erstmal erhöhen wir die Geschwindigkeit auf das Doppelte. Ah, machen wir gleich auf das Vierfache. Die wollen jetzt erstmal sowieso ihren ganzen Alltag nachgehen. Ja, und wenn sie natürlich Aufgaben machen, die ihnen Spaß machen, dann haben sie auch Spaß. Ne? Wenn sie Aufgaben machen müssen, die sie nicht machen wollen, ist natürlich schwierig. Die Steinlager kommen nebenbei erstmal hier neben das Gebäude. Also ich werde hier nochmal so einen Schotterplatz oder hier hinter noch so einen Schotterplatz anlegen, wo das dann erstmal gelagert wird, auch die Baumstämme und das alles. Ich muss das nicht alles im Haus haben. Es gibt so ein paar Sachen, die dürfen nass werden. Holzstämme zum Beispiel dürfen nass werden. Ah, sie kommen auch voran, das ist schön. Jetzt haben wir keine Steine mehr, das ist das Ungewöhnlichste, was ich je gesehen habe. Ja, okay. Aufgabe.
Steine sammeln, bitte. Da und da und da. Da wird gedrescht. Da wird noch ein Baumstamm entfernt. Sehr schön. Und da wird immer noch Heu. Ja, Heu. Der Fuchs dreht vollkommen am Rad wahrscheinlich gerade. Was passiert hier um mich herum? Ja, jetzt habt ihr erstmal hier genug zu tun. Ja, ich überfordere sie. Wahrscheinlich total. Wie gesagt, das nächste, was sie tun dürfen, ist erstmal sich erholen nach den weißen Bauprojekten. Ja. Steine, Steine, Steine. Wenn das Gebäude nämlich fertig ist, dann kommt hier vorne die Kammer, die Kornkammer rein und hier hinten dann die Werkstatt. Und dann kann man da auch erstmal so Werkzeug in das lagern. Brauchen wir das da nicht. Dann haben wir so einen Werkstattbereich. Schneidern wir da erstmal. Müssen noch später Körbe, gibt es später zum Beispiel auch noch, die man aufstellen kann, wo dann Wäsche reinkommen, wo Wäsche drin gelagert wird. Hat aber auch nur begrenzt Platz, ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Vielleicht sollte ich das Scheunentor ändern. Den vorderen Teil, da sollen auf jeden Fall auch die Tiere reinkommen. Von daher, das wird abgebaut, das wird auch abgebaut. Und da kommen dann andere Türen hin. Bauen. Türen. Scheunentür. Genau, aus Scheunentür aus Ästen. So und so. Weil dann können da die Tiere rein, können sich da auch zum Beispiel Heu rausholen, wenn sie was zu fressen haben wollen. Weil es würde uns nichts bringen, wenn sie da nicht reingehen können, um sich zum Beispiel zu ernähren. Das hatte ich ja schon, ich habe ja schon mal gesagt. Ich hatte schon mal angespielt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass euch die Tiere verhungern können, weil sie keine Möglichkeit haben, auf irgendwas zugreifen zu können. Wie Nahrung in dem Fall. So, da liegen auch eine Menge Felsen rum. Aber wir haben kein Felsenlager mehr. Ah, da wird jetzt gerade das Nest erneuert. Und jetzt hier wird Kies ausgelegt schon. Sehr schön. Neues Baby! Hühnchen! Das sind die kleinen Checkern, die kleinen Küken. Wo rennst du hin, kleines Küken? Ach, du willst dir beim Heu wahrscheinlich was zu fressen holen. Pass auf, da ist irgendwo ein Fuchs. Wo rennst du hin? Küken, wo rennst du hin? Küken, wo rennst du hin? Ach, die wollen Gras haben, in dem sie rumrennen können. Ja, ich brauche auf jeden Fall sowas wie einen Hühnerstall. Wird wahrscheinlich hier hinterm Haus angelegt. Dann wird hier auch alles weggemacht. Dann brauche ich da eine Wiese. Da kommt Heusamen drauf. Dann wird da Gras wachsen. Ja, brauchen wir. Brauchen wir alles. Dann kommt da auch ein Hühnerstall hin, richtiger. 209 Aufgaben habt ihr immer noch. Ja, hab gut zu tun, ja, Menschen. Nicht so leicht zu leben, ne? Wir haben noch Essen für 2 Tage. Wir haben noch 35 gekochten Aal. Keine Beeren. Noch 7 Pilze. Wir brauchen dieses scheiß Pilzregal. Hier ist noch etwas, ja, Flachssamen. Ich habe halt noch nicht viel Flachs gekriegt. Und Zwirnäste. Oh, ich muss noch Pilze sammeln. 3 Stück, dann kriege ich das Regal. Ah, dann kriege ich das Regal. Ja, weißt du was, dann hier, Pilze sammeln, da. Sammeln Pilze. Ihr kleinen Penner. Damit wir endlich dieses Regal bauen können, damit wir Pilze trocknen können für den scheiß Winter. Denn ihr werdet euch im ersten Winter von nichts anderem ernähren wahrscheinlich. Ja, dankeschön. Pilzregal freigeschaltet. Schön, dann kann ich nämlich hier 2 hinstellen. Nahrung. 1, 2. Ja, fresst erstmal das, was ihr noch habt. Sehr schön. Kiesboden ist auch bald soweit. Wie viel Kies haben wir denn noch? 317. Müsst schon wieder Steine sammeln.
Mensch, 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 die Tage vergehen, die rasen geradezu. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die mir eigentlich ziemlich gefallen. Das ist so wirklich so dieses Leben. Die Eltern kümmern sich um ihre Kinder, die Großeltern machen so, helfen so auf dem Hof mit, die Kinder machen auch schon ihre ersten Aufgaben und arbeiten. Ja, so wie es halt einfach war. Oder wahrscheinlich gewesen ist. So, jetzt haben wir hier das Problem. Jetzt haben wir nicht genug Betten für die Hühner. Das wird als nächstes gemacht. Noch dazu. Da, Tiernest. Weil ich habe 2 Küken, das bedeutet, ich brauche noch 2 Nester mehr. Die kommen erstmal dahin. Geht nicht anders. Und am 8. Tag, meine Lieben, haben wir es schon geschafft. Aber wie es nach dem 8. Tag weitergeht, oder wie es am 8. Tag weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal bei Clanfolk. Bis dann.